Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin wieder zu Hause in Stralsund und ja, heute geht's nochmal um Kurzwelle. Und zwar werde ich den Empfang vom Sender Nauen vergleichen, denn der sendet jetzt mit einer relativ hohen Leistung. Und im Herzen ist nichts Gutes. Auf Kurzwelle 6055 Kilohertz, glaube ich. Ich glaube, das Programm heißt Evangelische Missionsgemeinden oder sowas. Wir sagen, das würde ich nie tun. Das würde mir nie passieren. Kurzwelle, ja, wir hören schon, dass das Ganze kirchlich ist. Und ja, da werde ich jetzt einfach mal meine Kurzwellenempfänger vergleichen, wie sie das Programm so empfangen. Los geht's. Fangen wir einfach mal an mit dem Xadelta D808 und hier mit der Regenrohrantenne. Ja, 6055 Kilohertz Nauen kommt relativ stark, wie wir sehen, mit Regenrohr. Dass unser Herz böse ist und wir werden es feststellen, denn ich glaube, dass ein jeder von uns schon mal in einer Situation. Ja, es kommt relativ gut. Ich denke, so ähnlich wie Ö1. Ich glaube, die Sendeleistung, ich weiß nicht, 100 Kilowatt, irgendwas um den Drehteppich mal drauf. Gedacht, dass ich zu so etwas. Die Sendposition Stralsund. Und wenn wir Römer 7. Hier Regenrohr. Römer Kapitel 7 im Vers 15. Hier haben wir jetzt nochmal mit dem Langdrahtdipol vorm Fenster. Sind wir nicht fähig dazu? Und. Ja, klingt sehr ähnlich, wie immer. Die Antennen sind sehr ähnlich. So kommt er an den See Genezareth. Nun mache ich nochmal den Xadelta mit Stabantenne. So, Stabantenne nach oben, selbe Position. Und nun gucken wir nochmal. Wir sehen schon, es ist viel schlechter. Und als Petrus das sieht, wenn wir hier drinnen etwas umherlaufen. Als aber Simon Petrus, es ist teils relativ gut. Zu den Knien Jesu und so ähnlich wie mit Regenrohr. Antenne jetzt zur Seite ausgerichtet. So, hier haben wir jetzt nochmal den Grundig Yachtboy 215, auch mit Regenrohrantenne. Ja, schon einigermaßen eingestellt auf die Frequenz. Erkennt. Aber Petrus hat immer noch nicht den tiefen Grund. So klingt Herzens. Es relativ gut. Das ist jetzt beim Equalizer auf Sprache. Komm mit mir, du sollst ab nun. Menschen fangen. Du sollst auf Musik Menschen klingt es so, und Bass so. In die Nachfolge, ja, das Rauschen kann man halt nicht ganz wegholen, aber es ist so gut wie gleich, bis sogar besser als der Xadelta. Für diesen Herrn lohnt es sich sogar zu sterben, und er sagt zu Jesus selber. Ja, nur nochmal der Langdrahtdipol. So, hier jetzt der Langdrahtdipol. Er ist natürlich wieder sehr ähnlich. Und im 62. Vers Lukas 22, da lesen wir dann. Hört man. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, nun probiere ich es nochmal mehr oder weniger aus Spaß mit dem Franzis-Röhrenradio. So, hier sind wir auch schon. Als Antenne ist die Regenrohrantenne angeschlossen, als Erdung die Schutzkontaktsteckdose. Und ja, so versuchen wir jetzt erstmal den Sender abzustimmen. Erstmal aufdrehen. Müssen wir jetzt erstmal warten, bis die Röhre warm wird. Ja, jetzt ist sie da. Nun hier mit der Rückkopplung erstmal aufdrehen. Wollen wir es ein paar Mal quietschen? Ja, mit viel Zeitaufwand würde man das wahrscheinlich abgestimmt kriegen. Ich mache es jetzt mal nicht, wir hören schon. Also einer dieser Quietschgeräusche ist auf jeden Fall der Sender. Ich weiß bloß auch nicht welches. Und da muss man hier erstmal mit der Rückkopplung einstellen. Relativ schwierig. Probieren wir es nochmal mit dem ITT Golf Europa. So, hier ist der ITT, hier die Regenrohrantenne angeschlossen. Schalten wir mal ein auf Kurzwelle. Oh, wir hören schon gleich was. Frequenz noch nicht eingestellt. An dieser Stelle der Zerbruch des Petrus vollständig wurde. Denn hier hat der Petrus, das ist dein Herz. Und jetzt stelle ich dir die Frage. Ich würde sagen, so ist optimal abgestimmt. Und nach dem dritten Mal lesen wir im 17. Vers,
Johannes 21, Vers 17. Ja, es rauscht wieder etwas so ähnlich wie die anderen beiden Empfänger, abgesehen vom Franzis Röhrenradio. Und ich stelle mir vor, dass... Wie gesagt, Regenrohr, den Außendipol kann ich hier jetzt nicht anschließen. Weiter geht's. So, jetzt sind wir nochmal hier am Quelle Senator Volltransistor. Ich weiß, da haben wir angefangen, da haben wir ja schon mal reingehört. Ich mache es jetzt der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal. Der empfängt das Ganze magnetisch mit einer Ferritantenne auf Kurzwelle. Und ja, schalten wir einfach mal ein. Und wir lesen auch in den Psalmen, im Psalm 51, im Vers 19, da lesen wir... Ja, der rauscht doch etwas mehr als die anderen. Ich sitze nur noch etwas davor, steht weit weg vom Fenster, schlechte Bedingungen. Sonst erzeugte der immer mit sehr, sehr, sehr gutem Empfang. Jetzt sitze ich nicht mehr vor und jetzt ist es meiner Meinung nach etwas besser. Nun gehen wir mal direkt daneben und zwar zum Commander 6100 DS. Ja, hier haben wir einfach bloß die normale Stabantenne. Die ist natürlich nicht gut, das weiß ich. Und ja, versuchen wir hier jetzt einfach mal was zu hören. Hier ist auf Kurzwelle eingestellt. Schalten wir ihn einfach mal ein. Oh, nicht auf Kurzwelle, auf Mittelwelle war es eingestellt. Petrus musste an dieser Stelle lernen. Er war bis jetzt... Hier ist das Signal. Ja, wie gesagt, wegen der Stabantenne etwas schlecht. ...der eifrig war, der mutig war. Und nun war er ganz klein. Er musste lernen, sich klein zu machen. Und darum ist es wichtig... Ja, so klingt das Ganze auch relativ verrauscht, liegt an der Stabantenne. Ja, die Ursache und nicht... Ja, die Auswirkungen. Und ja, das war's dann mit meinem kleinen Empfangsvergleich vom Sender Naun. Ja, ich würde sagen, der beste Empfänger war fast der Grundig Yachtboy. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.